Wir zeigen unseren Protest gegen diese Stadtbahn- und Parkzerstörung heute zum 185. Mal auf der Montagsdemo, aber nicht nur montags. Hinter uns liegt ein richtiges Protestwochenende. In Degerloch gab es vorgestern die 6. Laufdemo. Danke an alle, die dabei waren und unseren Protest öffentlich sichtbar gemacht haben. Sogar die Stuttgarter Zeitung hat euch zur Kenntnis nehmen müssen. Und in Mannheim haben am Samstag unsere Mitstreiterinnen von der Herrenknecht-Tunnelbohrer-Kampagne eine sehr gelungene Demo gemacht. Sogar der Stuttgarter Schwarzfunk SWR hat ausführlich darüber berichtet. Auch euch allen herzlichen Dank, die das organisiert haben und allen, die in Mannheim dabei waren. Danke auch den Unermüdlichen von der Lokomotive Stuttgart und der Capella Rebella. Sie haben in Mannheim mit dafür gesorgt, dass wir nicht überhört werden können und auch die Stimmung oben bleibt. Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf einen anderen Stimmungsaufheller, nämlich auf unsere Internetseite parkschützer.de, die ich für unseren Zusammenhalt wichtig und wertvoll finde. Die Seite parkschützer.de ist wie die Seite BAA bei Abrissaufstand eine wahre Fundgrube für aktuelle Informationen. Und wie alles, was wir hier zusammen auf die Füße stellen, lebt sie vom Engagement der Nutzerinnen und natürlich des Moderatorenteams. Heute werden hier wieder die blauen Parkschützer-Visitenkärtchen verteilt. Die machen die Anmeldung noch einfacher. Schauen Sie mal rein, melden Sie sich an. Es lohnt sich wirklich, dabei zu sein. Unsere Demo wird heute finanziert von Umkehrbar. Bitte spenden Sie wieder, wie immer, großzügig in die Büchsen von Umkehrbar. Sind die Fußgänger aus dem Kerner Viertel schon da? Dann möchte ich Sie herzlich begrüßen. Und ist die Radler-Demo schon da? Nee, noch nicht. Also zur Radler-Demo kommen wir dann etwas später. Als erster Redner spricht heute Hans Klotzbücher, der ein paar Sätze zu den Aufgaben eines Fahrdienstleiters und zum Mainzer Chaos sagen wird. Herzlich willkommen, Hans Klotzbücher.